wichtigste Werkzeug ist der Raum. Also viel mehr als die Körperarbeit, die Körpersprache. Der Raum ist das wichtigste Werkzeug und zwar in dreierlei Hinsicht. Räumlich, also tatsächlich über den Platz, zeitlich, wie viel Zeit man für sich braucht und auch akustisch. Und ich zeige das jetzt mal in beiden Varianten, einmal im hohen Status, einmal im tiefen. Der hohe Status, also der Einser, der die Welt rettet, nimmt sich sehr, sehr viel Raum. Einmal räumlich, das heißt, der braucht viel Platz. Man sieht, ich gehe hier quer durch den Raum. Ne? Wenn wir jetzt in der Präsenz wären, würde ich ganz rüberlaufen zu den anderen Teilnehmern. Ich habe große Gesten, ich habe einen Ausfallschritt jetzt gemacht. Mein Kopf ist gerade, ne, im Idealfall im Raum würde ich jetzt auch weit schauen. Das sind die, die dann laufen und ganz nach hinten gucken. Das sind auch die, denen wir auf dem Bürgersteig ausweichen. Also räumlich ganz viel Raum. Zeitlich nehme ich ganz, ganz viel Raum. Das heißt, ich lasse mir alle Zeit der Welt. Ich werde langsamer, ich mache Pausen, ich antworte nicht direkt, sondern lasse ein bisschen Zeit vergehen. Und auch akustisch bin ich laut und deutlich zu hören. Auch da nehme ich viel Raum, nicht nur mit dem, was ich sage, sondern mit allen Geräuschen, die von mir ausgehen. Also das Erste, was man machen kann, zu sagen, sei nicht so schnell. Lass dir ein bisschen Zeit. Warte einen Moment, bis du weitersprichst. Das Zweite ist, nimm Platz ein. Ne? Also guck, dass du, wenn du stehst, dass du guckst, dass du ein bisschen größer stehst. Ja? Guck, wenn du deine Sachen irgendwo hinpackst, dass du sie nicht unter den Stuhl schiebst, sondern dass sie auch die Dinge, die ich mitbringe, nehmen Raum ein. Ne? Und das Dritte ist die Lautstärke. Wobei ich Lautstärke so ein bisschen unangenehm finde, da kann man auch zu laut werden. Aber ich finde, Raum und Zeit sind ganz wichtige Werkzeuge. Und da kann ich gucken, wie viel Raum und Zeit nimmt mein Gegenüber ein. Und wie viel nehme ich ein? Und dann kann ich mich anpassen. Das heißt, wenn mein Gegenüber reinkommt zu einem Kundengespräch, sagt, hallo, ne, dann sollte ich sagen, hallo, ja Mensch, schön Sie zu sehen, ist ja Wahnsinn, ist ja irre mit der Situation in Corona gerade, ne? Unglaublich, was hier los ist, ja, jetzt bin ich hier, ich stelle mal meine 5 Koffer bei Ihnen hier drauf, ne, dann werde ich den verschrecken. Sondern wenn der sagt, hallo, dann mache ich auch, Mensch, hallo, schön, dass Sie da sind. Wir machen das intuitiv, zum Teil schon richtig, wir passen uns an, aber wir können damit bewusster umgehen, ja. Das heißt, zu gucken, ne, wie gehe ich mit meinem Raum um, wie geht mein Gegenüber mit, und das so ein bisschen zu trainieren, ganz bewusst.